Schlechte Nachrichten für den 1. FC Heidenheim und seinen Innenverteidiger Matthias Wittek. Beim 1:1 zum Auftakt gegen Arminia Bielefeld am Sonntag zog sich der 29-Jährige einen Außenbandanriss im linken Knie und wird nun auf unbestimmte Zeit ausfallen. Wie der Zweitligist auf der vereinseigenen Website bekannt gab, hat eine sportärztliche Untersuchung am Montag eine Außenbandruptur am linken Kniegelenk ergeben. Diese hatte sich der 29-Jährige während eines Zweikampfes beim Liga-Auftakt gegen Bielefeld 1:1 zugezogen. Wittek, der die Partie trotz dieser Verletzung beendete, Kicker Note 3, wird laut Vereinsangaben mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Auch eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb konnte noch nicht prognostiziert werden. Wer Wittek am 2-Punkt-Spieltag bei Holstein Kiel, Sonntag, 15:30 Uhr, live, bei kicker.de, in der Innenverteidigung vertreten wird, ist ebenso offen. Timo Beermann, 27, hat noch Rückstand, also wären die jungen Oliver Stöhr, 23, und Patrick Meinke, 23, die wahrscheinlichsten Vertreter an der Seite von Norman Teuerkauf, 31. Wittek spielt seit 2011 beim FCH und stand dabei in 177 Zweit- und Drittligapartien auf dem Feld, 9 Tore, 9 Assists,